Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector von Team Jeanette und ich grüße euch herzlich zu einer neuen Manga Review. Heute mal wieder mit einer kleinen Short Story Collection und zwar Kaiyu Shirai x Posca Demisu Short Stories. Das ist das Duo hinter The Promised Neverland. Fokus dir den Manga an. Hallo Kamera. So, ja jetzt. Und ich war hier eigentlich relativ gespannt drauf, weil gerade Posca Demisu, einem Zeichner nochmal, die gerade in ihren Artbooks immer bewiesen hat, hey, die hat viele geile Ideen. Und auch Kaiyu Shirai hatte schon viele coole Ideen, deswegen war ich hier doch recht gespannt drauf. Gleichzeitig aber eben auch kritisch, weil, ja, Short Stories, das ist so eine Sache. Aber ich würde schon sagen, erstmal, worum dreht sich denn in diesen Short Stories? Und ja, im Wesentlichen haben wir hierbei 1, 2, 3, 4 Geschichten. Zum einen Poppys Wunsch, da dreht es sich um einen kleinen Roboter, der unbedingt Freunde finden will. Geisterfotograf Saburo Kono ist relativ selbsterklärend, ein Typ, der versucht Geister zu fotografieren und sie so eben zur letzten Ruhe bringen zu können. We Were Born, ja, im Wesentlichen eine Kriegsstadt und Korruption und Co. Und dann eben noch die Geschichte DC3, da dreht es um eine Mittelschülerin, die von der ganzen Welt gehasst wird, weil sie mehr oder weniger der Grund war, warum es Roboter gibt, die den Menschen die Jobs weggenommen haben. Sie klauen uns unsere Jobs, wie ich es auf Pack sagen würde. Und dann gibt es noch ein Promised Neverland Epilogkapitel und noch ein kleines Zusatzkapitel, was eben die Geschichten so ein bisschen miteinander verbinden. Okay, jetzt willst du echt. Also gerade ist mein Fokus echt am Arsch. Das ist scheiße. Aber ja, nun zur Grundinformation. Das Ding kostet 7,50 Euro. Ist für eine Short Story Collection eine Ansage, in meinen Augen. Gerade wenn man bedenkt, wer hier dran ist, finde ich, wären 7 Euro easy drin gewesen, weil das Ding hat auch keine Farbseiten oder ähnliches. Manga habe ich ja eben schon genannt. Erscheint beim Carlsen Verlag. Und das Ganze ist übersetzt noch aus dem Japanischen von, ja, oh, ich, ah, da, von Luise Steggewenz. Nun zu meiner Review. Bin sehr zwiegespalten bei dem Werk, weil einerseits, was dieser Manga auf jeden Fall sehr, sehr gut macht, sind die verschiedenen Settings. Keine dieser Geschichten liest sich irgendwie ähnlich, wie es zum Beispiel bei vielen anderen Short Story Collections der Fall ist, die wir auf Deutsch kriegen, was zumaßen dem geschuldet ist, dass wenn wir Short Story Collections kriegen, es meistens Shoujo Short Stories sind, die eben es nie zu einer fertigen Reihe geschafft haben und dementsprechend auch sich oft sehr ähnlich lesen. Und hier muss man sagen, das sind auch alles Werke, die wurden angefertigt, wurden dann allerdings nie zu einer ganzen Reihe. Und das merkst du auch. Und ich finde, die Qualität der Geschichten ist ja sehr stark schwankend. Ich fand Poppys Wunsch ganz nett, weil ich fand Poppy als solches eigentlich einen ganz süßen Charakter. Hier, das war eigentlich ganz nett. Also, ne, so viel zwischendurch. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann, vor allem hatte es noch einen sehr, 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 sehr coolen Twist gegen Ende hin. Und dann hat man halt den Geisterfotografen. Und hier muss ich wirklich sagen, der Geisterfotograf, das fand ich, war eine richtig coole Short Story. Also die war cool, die hatte einen geilen Twist, hatte einen interessanten Charakter mit diesem Geisterfotografen. Und hier würde ich ehrlich sagen, schade, dass das keine Reihe geworden ist. Weil, ja, da hat so eine Reihe im Stile von Mushishi nur eben in der heutigen Zeit dann mit Geisterfotografie, so in der Art. Das wäre richtig, richtig geil gewesen. Die hat mir wirklich richtig gut gefallen. Da hat man halt auch wirklich das Talent von Kaiyu Shirai gesehen. Und dann halt die letzten beiden Geschichten. We Were Born kannst du in die Tonne kloppen. Die war wirklich austauschbar, wie sonst was. Was ich sehr schade fand. Also die finde ich hatte gar nichts an sich, wo man denkt, ja, das ist eine Kaiyu Shirai Story, sondern es war, ja, ist eine extra Shonen-Reihe. Also ein Shonen-One-Shot, der es nicht zur Reihe geschafft hat. Der war wirklich, als ich kurz bevor ich diese Review gedreht habe, bin ich noch mal den Band durchgegangen. Ich habe echt überlegt, We Were Born, was war das nochmal? Obwohl ich den erst vor ein paar Tagen gelesen habe. Ich habe schon wieder komplett vergessen, worum es sich daran gerät. Also der war
Und dann halt noch DC3, der, ah ja, der war auch sehr vorhersehbar, der war so ein mittelmäßiger. Also der war weder schlecht, war weder gut, so halt, ne, das Mittelmaß. Was ganz cool war auf jeden Fall, war dann dieser Bonus-Manga, der die ganzen Storys so ein bisschen miteinander connected hat. Auf jeden Fall. Und eben das Promised Neverland Spin-off Dreams Come True, was den ganzen, ja, gut, es sagt hier jetzt Spin-off, es ist mehr ein nettes Epilog-Kapitel, was finde ich ganz gut getan hat, da das Finale von Promised Neverland zwar einen coolen Twist hatte, aber mir hat es da einen richtig geilen Epilog gefehlt. Dementsprechend ist das auf jeden Fall für Fans von Promised Neverland ein Muss, wenn ihr mehr haben wollt. Aber so als solches ist das, ja, es ist eine Short Story Collection, eben wie sie im Buche steht. Extrain, eine richtige Perle mit dem Geisterfotografen, eine sehr, sehr nette Reihe, eine für die Tonne und ein Mittelmaß. Würde ich es halt empfehlen? Ach, schwierig, 7,50 € ist natürlich eine Ansage. Ich finde, da kriegt man im deutschen Raum Besseres, auch One-Shot-technisch. Ich habe Besseres gelesen. Aber ja, wenn ihr halt Fans des Duos seid, dann werdet ihr es euch wahrscheinlich geholt haben. Ansonsten gebraucht oder als Mängelexemplar, weil es ja ein Carlsen-Mangel, das heißt, es stehen die Chancen gut, dass es irgendwann mal als Mängelexemplar verfügbar sein wird. Kann man sich es auf jeden Fall geben. Doch. Aber so 7,50 € war schwierig. Aber nun mein Fazit. Die Short Story Collection ist. Ja, als Short Story Collection betrachtet, eine 7 von 10, würde ich sagen. So allgemein die Leseerfahrung würde ich eher so eine 6 geben. Ihr braucht es nicht. Ihr könnt es euch geben, aber ihr braucht es nicht zwingend. Ich würde das Geld eher in andere Werke investieren als in diese Short Story Collection. Aber wenn ihr halt Fans seid, dann. Man kann es machen, aber ja. Das sind, wie gesagt, außer dieser Geisterfotograf sind die Geschichten wirklich höchstens ganz nett und trotzdem auch alles Geschichten, die werdet ihr mit der Zeit vergessen. Aber ja, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Habt ihr die Short Stories schon gelesen? Wenn ja, wie fandet ihr es? Ansonsten, wenn ihr euch das jetzt noch holen wollt, unten in der Videobeschreibung sind meine Affiliate-Partner. Wenn ihr über meinen Link kauft, unterstützt den Kanal, würde mich sehr freuen. Und ja, danke fürs Zusehen und ciao!